So, und da sind wir wieder hier bei den Sword Flatlands. Ja, unser Watras hat sich hier mal eben ganz fix so eine Karre besorgt und wir gehen los, die ersten Patrouillen auszuschalten. Das machen wir ganz, ganz einfach, indem wir die wahrscheinlich einfach überfahren. Es sei denn, das natürlich sind ganz, ganz heftige. Dann müssen wir da schon größere Waffengewalt anwenden und sie anspucken. Genau. Ein Killerbandit, hallo. Na, alles fresh? Dort, ihr fliegt ein bisschen rum, ne? Ihr habt Spaß. So, hallo. Die machen uns kalt. Danke. So, warte mal, da vorne ist ja, sieht aus wie. Komm, weiter, nach vorne. Nach da vorne. Genau. Und da vorne hin. Ja, du bist ganz harter. Ja. Aha. Oh, mein Kadaver im Drachenfutter. Schön, schön. So, ich will mal hier eben alles verticken. Immer nur begrenzte Aufnahmekapazität. Der Glorious Havoc wollte ich ja wegwählen. Den Battle Grinder wollte ich auch nicht. So, Loaster, Terrible Defender brauche ich nicht mehr. Taktiker Class Mord. Kann alles weg. Kann weg und kann weg. Säureartefakt würde ich gerne verkaufen. Das kann weg. Kann weg und kann weg. Das kann auch weg und das kann weg. Weg, weg und weg. Nein, das soll auch weg. Okay. Schön. Ich habe alles vertickt. Ich denke mal, wir sind go to go. Dann fahr mal los. So, mal gucken hier. Oh, das ist aber ein großer Bagger. Das ist aber ein ganz großer Bagger. Da ist auch die erste Patrouille dann. Ah, da vorne. Okay. Interessant. Ein Outrider. Das ist kein Knight Rider, das ist ein Outrider. Habe ich den Witz schon gemacht? Ich glaube, ja. Ein Outrider. Digga. Wollt ihr einen Ausritt? Ja, dann fahren wir mit unserem Outrider. So, komm her. Digga, der ist der flink. Fahrzeugkämpfe sind aber auch was Schönes, ne? So, das war die erste. Die nächste ist da hinten. Oh, da ist ja noch einer. Alter, wie die denn da raufhängen, ey? Das ist ja. Wie hast du den jetzt markiert? Was man hier nicht alles machen kann, ey. Ah, der brennt schon, das ist sehr schön. Okay, das war der zweite. Der dritte muss ja auch irgendwo sein. Da fliegt noch ein Reifen, das ist sehr schön. Gut. Oh, das fliegt da durch. Ah, das ist ja ganz billig. Solche Sachen immer. So, wo ist denn die nächste Patrouille? Hallo. Warum müssen wir die überhaupt kaputt machen, Mann? Ey, die könnten wir. Könnten wir mal eben ignorieren. Hauptsache, wir haben das Fragment, meine Güte. Ich meine, wenn wir rauskommen, tun wir schon. Ah, da ist die nächste. Ja, Digga. Na, komm, komm. Alter. Hallo. Ja, das fandet ihr jetzt genau 3 Sekunden lang witzig. Genau. Okay, das war der. Und jetzt fehlt noch einer. Bring uns mal zur Paradiesstadt, wo das Gras grün ist und die Mädchen hübsch. Ich glaube, hinter uns ist der. Ja, won't you bring me to Paradise City where the grass is green and the girls so pretty? Au! So, weiter geht's. Wir sind immer noch dabei, diese Patrouillen zu finden und es wird sehr anstrengend und überfahr den mal. Ups. Genau, dankeschön. Oh, und da hinten ist ja schon dieser Berg. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich habe bei der Borderlands-Packung war ja so eine Karte dabei und da habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt und bei dem Berg war irgendwie ganz hoch nummeriert, also naja. Da war eine sehr hohe Nummer und ich sag mal, die hohen Nummern heißen ja immer, dass die zuletzt kommen. Okay, wir haben genug. Ja, Flint, halt mal die Klappe. Ja, dann betreten wir mal die bescheidene Unterkunft. Versuch uns mal da irgendwie ranzubringen, dass wir da möglichst schnell reinkommen. Und dann betreten wir die Tor. Ist es die Tor? Ja, ne? Ja, bestimmt. Tors Hammer und so. Ja. Da ist noch ein Eingang. Hopp. Okay. So, durchladen. Schön nachladen. Immer. Achso. Ja, okay, geht schon los. Mir auch egal. Dann eben nicht nachladen. Müsst ja auch nicht immer nachladen, ne? So. Das tat mir sehr leid. Na, alles gut?
Wie fühlst du dich jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Fühlst du dich nicht mehr so gut? Okay. Das war Sinn der Sache. Kleiner Minischütze. Ach, fuck, nachladen. Ich wusste doch, ich hätte erst nachladen sollen. So. Oh. Hallo, Schlägertyp. Na, alles fit? Bist du auch in der Haus? Zieh mal mein Schild an. So, das war's. Ah. Aua. Ach so, da hätte es ja. So, dann tätowieren wir den Typ auch eben. Ach so, kurze Buchempfehlung. Also wirklich ein Buch, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Von Walter Mörs. Die 13,5 Leben des Captain Blaubeers. Ein wunderbares Buch. Wirklich ein so schönes Buch. Das kann ich jedem empfehlen zu lesen. Einfach mal eine Kaufempfehlung. 10 Euro kostet das Buch. Wirklich, ihr habt so viel Spaß damit. Walter Mörs hat da wirklich eine ganz tolle, ein ganz tolles Buch geschrieben. Richtiges kleines Universum geschaffen. Und ich glaube, wir gehen hier mal eben auf die Schritte. Und ja, also das ist richtig schön. Das macht so viel Spaß zu lesen. Das liest sich wie von selbst. Wirklich, ihr schafft da in wenigen Minuten 50 Seiten. Aber auch mit genauem Lesen, ne? Nicht, dass man das jetzt überfliegen würde oder so. Das ist wirklich ernst gemeint. Togui. Ich wollte ihn eigentlich gleich ausrüsten. Ah, genau. Das ist die. So. Okay. Macht ein bisschen mehr Schaden, ist ein klein wenig ungenauer, aber es soll ja auch sein. Ja, also Walter Mörs hat da ein richtig kleines Universum geschaffen. Das ist richtig schön, das liest sich wie von selbst. Absolute Kaufempfehlung, 13,5 Leben des Captain Blaubeer von Walter Mörs. Solltet ihr bei Amazon für 10 Euro kriegen. Als Taschenbuch natürlich, aber ja, Taschenbuch ist ja auch praktisch. Ich habe es ja meist lieber gebunden, aber das ist ja, naja, nicht immer nötig und auch nicht immer möglich. So, komm her. Räuberbandit, dicker, dicker. Ist gut. Ja, ja. Ist gut. Ruhig. Alles klar. So langsam sollen wir die Tore aber auch infiltriert haben. Sind ja wirklich zeitineffizient, sag ich mal. So, hallo. Na, wie fühlst du dich heute? Tot? Oh, ja, hier links. Okay. Mehr. Schläger können wir auch noch eben. Ah, diese Waffe gefällt mir aber gut. Die ist ja doch ziemlich genau. Und hält ordentlich lange drauf. Der hat ein schön großes Magazin. Alles klar. So, okay. Ein bisschen Geld abgesahnt. Du? Du auch? War nix? Okay. Du, was ist das eigentlich immer für eine Energiekugel, die du absendest? Ach, Eridian-Waffen. Okay, also Alien-Waffen. So. Okay, hier ist ein Speicherpunkt. Da tropft Öl. Das hier ist eine Waffenkiste. Waffenkiste. Ho! Gib her. Ja, hier ist Bewaffnung. Das ist aber ganz genau wie Weihnachten. So, was haben wir denn da? Die ist viel ungenauer, hat eine geringere Feuerrate. Ich bleib bei meiner. Was haben wir denn hier? Ja, und eine etwas schlechtere Schrotflinte, muss man ganz ehrlich sagen. Die gefällt mir nicht so gut. Aber die können wir ja trotzdem alles mitnehmen, ne? Warum nicht? Kostet ja auch Geld. So, mal gucken, was hier oben so ist. Ne, Mike, du hast 1000 Kilo Gold an der Decke vergessen. Na ja, egal. Dann habe ich jetzt eben keine 1000 Kilo Gold. Ich glaube, wir müssen in diesen Aufzug hier, um das Ding zu infiltrieren. Ja, bist du dabei? Ja, ja. Die Tor infiltriert. Ja, ich fühle mich auch ganz wie zu Hause. Schön. Aha. Oh, das sieht aber geil aus. Muss ich sagen, das ist cool. Okay, Außenposten gefunden. Oh. Das sieht wirklich sehr heftig. Oh, hallo. Baron Flint, that's medicinal? Medicinal. Naja. Oha. Okay, also einfach mal hier ganz kräftig reinrotzen. Der sendet uns hier direkt hier seine Legion auf den... Oh! Das sind aber wirklich viele. Okay. Das war der. Wir haben den. Das... Einfach mal in die Fresse gehauen. Einfach so auf die Nase gegeben. Oh, ich bin tot. Ja.
Mal gucken, ob wir das schaffen. Ob es einer von uns schafft. Los. Was? Ah, scheiße. Er hat es nicht geschafft. Ich auch nicht. Aber wir sollten eigentlich direkt hier wieder auskommen. Ja, genau. Erstmal 3 Millionen Dollar abgeknüpft, dass wir uns hier wiederbeleben haben lassen. Aber das ist okay. Die müssen ja auch zu ihrem Geld kommen. Was ist das? Das ist großartig, aber hallo. So. So. Ja, ein einsamer Bandit, der sollte sich nicht ranwagen. Und Baron Flint ist mal wieder so ein richtig schöner, wacky Charakter. Ich finde auch, wie die, die Viecher und Bosse immer so introducen, finde ich immer sehr geil. Schieß. Schieß. Oh Gott. Ist das meine Stärke? Okay, doch nicht. Achso, ich muss... ich darf nicht dabei. Ja gut, warte, dann belebe ich ihn doch mal wieder. Er kann in der Zeit diesen Riesenpsychopathen hier umknallen. Alter Digga. Du bist echt mir ein Dorn im Auge. Moment, ja? Du nervst. Danke. Komm mal her. Hier, ich regeneriere gerade Gesundheit. So. Okay. Schön, dass wir hier so herzlich willkommen werden. Oh, und da kommt Hans und, oh Gott. Hallo Hans. Na, wie geht's dir heute? Hat Hans keine kritischen Trefferzonen? Oh Gott. Oh Gott. Hallo Hans. Na, wie geht's dir heute? Warum hast du einen Mundschutz vor, Hans? Sollst du keine Leute anatmen? Nee, dann hör mal auf damit. Das war Hans. Und das ist Franz. Ja, woher wusste ich, dass der andere Franz heißt? Oh mein Gott. Ja, sehr schön. Ich bin begeistert. Ich bin tot, in erster Linie. So, immer schön draufholzen. Das drückt dem richtigen Schaden rein. Neue Stärke ist was ganz Feines. So. Ah, da, 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 da. Ja, er hat nur noch eine Pistole. Okay. Das waren Hans und Franz. Was kommt jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Da vorne ist doch was. Mensch. Das ist da doch erstmal hingucken. Achso, nur ein paar Raketen. Okay. Ja, gut. Dann laden wir mal nach. Das ist nachgeladen. Den lade ich nochmal nach, die gute Torgue. Und stopp, 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 stopp. Bevor wir uns jetzt irgendjemanden stellen, würde ich doch erstmal sagen, hier machen wir einen kleinen Cut. Ja, ist gerade sehr spannend auf der Tor. Und Baron Flint steht direkt vor der Nase. Leute, im nächsten Part werden wir Rache nehmen. Bis dann.